So, folgendes wird jetzt passieren. Ich starte einen Leseblog und ich habe ja schon ein paar Leseblogs gemacht, aber bisher immer nur immer zu einem bestimmten Buch. Und jetzt mache ich mal einen Wochenleseblog. Also ich werde jetzt mal eine Woche immer wieder Updates machen, was ich alles so lese und wie ich das so finde. Und ich schaue mal, ob das Sinn ergibt oder ob das Quatsch ist. Was ich gerade aktuell lese, heute ist Sonntag, und ich lese gerade vor allem den kleinen Hobbit. Ich bin jetzt so in der Mitte, ein bisschen über die Mitte, auf Seite 186. Und es gefällt mir bisher sehr gut. Also am Anfang war ich total euphorisch und fand es einfach total süß. Es ist halt ein Buch für, ja, vielleicht so Mittelstufe, so Kinder und junge Jugendliche. Für die ist das geschrieben und das liest man dem Buch auch an. Also da sind viele Witze drin, die halt Kinder lustig finden, wie dass sich die Namen der Zwerge alle reimen, das solche Sachen. Und also ich finde sowas auch total lustig, deswegen war es perfekt für mich und ich dachte, das wird ein total bezauberndes, charmantes Buch. Gerade der Anfang ist einfach so witzig und aus ähnlichen Gründen, warum Herr der Ringe witzig ist, einfach schon, weil die Dynamik zwischen Gandalf und jedem anderen. Bilbo ist wie Frodo nicht so mega Lust, also er hat nicht so mega Lust drauf, dieses Abenteuer anzutreten, das Gandalf von ihm will, und will eigentlich viel lieber im Garten frühstücken und dann ein Bad nehmen und so Rauchringe blasen und so sein Leben halt, sein langweiliges, ruhiges Leben leben. Aber ist dann nicht so wie häufig solche Charaktere, dass sie dann die ganze Zeit rumnölen, sondern denkt dann schon immer, oh Mann, jetzt wäre ich viel lieber zu Hause, aber jammert dann nicht zu viel. Ja, genau. Und dann hat sich so ein bisschen verändert. Also mittendrin hatte ich dann auch so, okay, weil das halt einfach, als ein Kinder-Jugendbuch ist, ist es so geschrieben, dass es relativ episodisch ist. Also es passieren eine Sache nach der anderen, ein Abenteuer nach dem anderen. Das ist in Herr der Ringe auch so, obwohl das kein Kinderbuch ist. Das liegt vielleicht auch einfach an einem Alter des Buchs. Also ja, das macht man heute bei erwachsenen Büchern ja gar nicht, dass einfach Sachen nacheinander passieren, sondern alles ist miteinander verstrickt. Aber das ist halt, glaube ich, der Punkt, auf den man sich einlassen muss. Also man muss halt ein bisschen sich denken, ah, okay, das ist kindergeschrieben. Und ja, wenn man sich darauf einlässt, macht es total Spaß. Also ich habe jetzt auch gerade wieder richtig viel Spaß. Ich habe auch kurze Zeit das als Hörbuch gehört, weil es in meiner Bücherei als Hörbuch zum Runterladen gibt. Aber ja, das ist nicht ganz so cool, wie es selber zu lesen, weil da viele Witze verloren gehen. Weil das relativ, also es passiert sehr oft, dass man mitten im Satz Tageszeit wechselt, also am Anfang vom Satz ist jemand, fragt man sich, hä, wo ist Gandalf? Und dann in der zweiten Hälfte des Satzes, am Abend kam er wieder. Und dann, oder 4 Tage später, und dann ist einfach richtig viel Zeit vergangen. Und wenn man dann mal kurz nicht aufpasst, hat man halt total den Faden verloren. Was lese ich gerade noch? Das höre ich mir zurzeit an auf Spotify. Habe ich nämlich gesehen, dass es ziemlich viele Diogenes-Bücher gibt. Und da höre ich mir gerade Maschinen wie wir von Ian McEwan an. Und ja, das mache ich jetzt, glaube ich, schon seit einem Monat vielleicht, oder auf jeden Fall seit 3 Wochen. Höre ich dann mal so ein bisschen weiter und ja, irgendwie gefällt mir das noch gar nicht. Ich bin auch, glaube ich, noch nicht mal bei der Hälfte, deswegen kann ich das Buch noch nicht so richtig verurteilen, aber es ist ziemlich viel so Maschinen, Artificial Intelligence Philosophie dabei. Also wer schon mal ein Buch darüber gelesen hat, weiß, glaube ich, ganz genau, was ich meine. Diese Art von philosophischem Nachdenken, das ist halt in allen AI-Büchern oder Filmen mit drin. Und da werden halt immer dieselben Sachen wiederholt. Also wirklich immer die gleichen Geschichten und die gleiche Mischung aus Wissenschaft und philosophischem Nachgrübeln. Und das finde ich schon interessant, aber es wird halt, also es muss halt mittlerweile meiner Meinung nach noch als draufgesetzt werden, wenn man darüber schreibt. Und ich weiß gar nicht, von wann das ist, deswegen will ich das jetzt auch gar nicht sagen, dass das Buch nur alten Käse wiederholt, aber der Teil interessiert mich halt persönlich jetzt nicht mehr so sehr, weil ich davon schon so viel gelesen habe, dass es mich ein bisschen langweilt. Dann gibt es einen einen Liebesstrang, Plotstrang, der interessiert mich auch nicht besonders. Also ich habe schon so eine Vermutung, was der Gag von dem Love Interest ist, von dem Weiblichen. Die Art, wie er auf sie steht, gefällt mir auch nicht so gut. Also ich habe da jetzt kein Problem mit, weil ja, es ist halt so ein bisschen nervig, wie die Art, wie er so, die, ja, aber es ist jetzt nicht problematisch, aber halt so ein bisschen, pff, so ein Typ bist du. Also ich finde die Hauptperson nicht so mega interessant,
ein bisschen boring irgendwie und ja, also es ist nicht total interessant, weil gerade so ein paar Stränge sind, ich habe schon Fragen und ich werde es auch weiterhören, aber ich habe irgendwie nicht so mega viel Bock. Ja, also es ist jetzt nicht, dass ich in einem Stück fertig lesen oder in 2 Tagen fertig hören würde, weil ich so neugierig bin, sondern es plätschert so vor sich hin und ich glaube, da kommt noch was Cooles und sicherlich kommt dann noch viel, ja, kommt bestimmt noch was, ja, was Cooles, aber ich fühle noch nichts. Ja, das ist, was ich gerade aktuell so lese. Ich hatte vom Laufenden. Ich habe den Hobbit fertig gelesen. Ich hatte eine famose Zeit. Das ist schon so ein, weiß ich nicht, das ist irgendwie so ein Buch. Da hatte ich jetzt schon immer richtig Bock, es aufzuheben. Also ich habe das dann so liegen sehen und habe mich so gefreut, dass es da ist und dass ich es weiterlesen kann. Und es ist so eine ältere Fassung und es ist so witzig, die Unterschiede zu sehen zwischen dem Buch und dem Film vor allem. Also gerade weil sich das ja an Jugendliche richtet, werden da auch halt die Zwerge werden irgendwie, ja, also nicht ganz wie Schneewittchen-Zwerge, aber schon eher wie typische Zwerge, die man kennt, so beschrieben, mit unterschiedlich farbenen Zipfelmützen und so, und ihre Namen reimen sich, so ist ein bisschen drolliger. Wenn ich es heute lesen würde, wenn es heute neu rauskommen würde, dann wäre ich als Mittel geflasht, aber drumherum, was man drüber weiß, etc., war es jetzt wirklich perfekt. Ja, auch all diese kleinen Sachen, die nur dem Plot zuliebe drin sind und wie Gandalf die Sachen handelt, und ja, also eigentlich werden ja viele Lösungen ziemlich faul präsentiert, aber das ist natürlich auch ein Kinderbuch. Das liegt auch daran, dass es ein Kinderbuch ist. Da ist das ja häufig so. Gandalf Bay, Bilbo Bay. Ich habe mit Maschinen wie ich auch weitergemacht. Ich mag nicht, wie die Hauptperson über sein Love Interest nachdenkt. Überhaupt ist die Hauptperson total voll unsympathisch. Auch einfach langweilig. Ich bin prinzipiell gerade jetzt noch mit Black Lives Matter in so einem Diversität, intersektionaler Feminismus-Ding drin und es nervt mich ein bisschen, über weiße Männer zu lesen. Dann auch noch so Mittelalte und dann auch noch ja, so typisch, also keine Ahnung, dieses weiße Mann-Sein schreit einen halt an aus dieser Figur. Also mit all dieser Sozialisierung, das ist alles einfach so geschrieben und ich glaube nicht mit Absicht, sondern einfach vom Autor her, weil der wahrscheinlich auch ein weißer Mann ist und deswegen seine Figuren so schreibt. Und das ist, glaube ich, auch, was mich ein bisschen bei Martin Suter, das habe ich in meinem Lesemonat erzählt, dass ich Iron Man und die Erotik gelesen habe. Ja, ich glaube, das hat mich daran auch eben sehr gestört. Und das liegt dann natürlich an mir und nicht an dem Buch. Also halt sich halt in der Kombination aus beidem. Das muss man halt, denke ich, wissen, wenn man darüber nachdenkt, ob man es liest. Öffne. Happy Fat, das habe ich, da habe ich den Dumont Verlag angefragt, ob ich jetzt ein Rezensionsexemplar haben kann. Die haben mir eins zugeschickt. Bin ich mega happy, weil ich folge Sophie Hagen seit einer Weile auf Instagram und sie ist wirklich Bay, Queen, Insta Queen. Und sie hat dieses Buch, das ist schon länger auf Englisch raus und jetzt ist es im Sommer auch auf Deutsch erschienen mit einem nicht so guten Also, ja, ist okay. Nimm dir deinen Platz. Der Originaltitel ist Take Up Space in a World That Wants You to Shrink In. Ist ein bisschen verständlicher, ein bisschen cleverer noch. Ja, deswegen hatte ich noch eine leichte Sorge, dass es mit der Übersetzung nicht so passt, aber die finde ich super. Also momentan bin ich auf jeden Fall begeistert von der Übersetzung. Auch dass jetzt sowas wie Fatphobia nicht übersetzt wird, finde ich ganz gut. Also finde ich okay. Also es geht um Fat Liberation, der Kampf gegen Fatphobia. Und jetzt, wo ich das Buch schon angefangen habe, habe ich schon so viel mehr Ordnung in meinem Kopf, weil ich hatte Schwierigkeiten, das von dann auch den genauen Unterschied rauszuarbeiten zu Body Positivity. Also ich hatte nur den Unterschied im Kopf, dass man seinen Körper nicht lieben muss. Man soll halt nur ihn halt haben dürfen, sozusagen. Also ich hatte nur so ein vages Verständnis im Kopf und jetzt, wo ich angefangen habe, ist alles total klar. Ja, also ich war nicht total clueless davor.
Aber das sind schon nochmal riesige Perspektiven drin, über die ich einfach überhaupt nicht in dieser Art nachgedacht habe. Ja, weil es hier in der Fat Liberation Bewegung einfach nur um dieselben Rechte für dicke Menschen geht. Und ich hatte auch Bedenken, dass es vielleicht, weil sie ist Comedian, da dachte ich, ja, sie schreibt bestimmt lustig und das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend, wenn Sachbücher zu lustig geschrieben sind, aber das stört mich gar nicht, also ich finde es gut. Es ist mega witzig. Ich habe auch schon gelacht. ja, genau. Also es ist sympathisch geschrieben, es sind tolle Infos drin. Aber ich bin jetzt zwar Seite 50, aber ich bin halt jetzt schon total hyped. Also das werde ich auf jeden Fall schnell fertig lesen und dann, ja, also ich bin gespannt, was ich noch lernen werde. Ich habe jetzt vor allem weitergelesen in Happy Fat und habe eigentlich die ganze Zeit Bock, das weiterzulesen. Es ist ein Wunder, dass ich noch nicht fertig bin. Ich bin jetzt bei der Hälfte, ein bisschen über die Hälfte ungefähr. Ja, und finde es total geil, das zu lesen. Irgendwie Sophie Hagen ist super sympathisch. Man wünscht sich richtig, sie wäre mit einem befreundet. Ja, keine Ahnung. Sie ist, man merkt einfach, es ist voll sie selbst in ihrem Schreiben. Und ja, es ist irgendwie schön zu lesen, wie, weiß ich nicht, wie stolz sie queer, dick und slutty ist. Also, das macht richtig Spaß. Und ja, es ist cool, diese neue Diskriminierung zu lernen. Immer wenn ich anfange, mich mit einer neuen Diskriminierung in der Gesellschaft zu beschäftigen, bin ich dann, wenn ich drin bin, total platt, wie ich das nicht früher bemerken konnte. Naja, also ist bisher eine riesige Empfehlung. Ist sehr cool und ich finde auch die Witze gut. Also normalerweise mag ich das nicht, wenn dann so Sachbücher witzig sind, aber es ist sehr lustig. Also ich lache häufig und ich habe mir gestern auch eine Stand-Up-Show von ihr angeschaut. Finde ich auch gut. Was habe ich doch? Genau, Maschinen wie ich habe ich jetzt auch. Lache häufig und ich habe mir gestern auch eine Stand-Up-Show von ihr angeschaut. Finde ich auch gut. Was habe ich doch? Genau, Maschinen wie ich habe ich mal wieder einen kleinen Sprung weiter gelesen. Und es ist viel besser geworden. Also es ist jetzt was passiert, was ich sehr interessant finde. Eine Frage wurde aufgeworfen, die ich dann tatsächlich spannend finde. Wie sie dann behandelt wurde, hat auf jeden Fall, also keine Ahnung, die Geschichte hat gerade Potenzial, gut, mich zu unterhalten. Deswegen werde ich da dranbleiben und bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, also das habe ich nicht erwartet, dass mir da jetzt was wirklich gefällt. Naja, und dann habe ich auch noch angefangen, Der Schatten über Innsmouth. Innsmouth, Der Schatten über Innsmouth. Das ist von H.P. Lovecraft, von dem wollte ich schon länger mal was lesen. Und Stephen King schwärmt ziemlich von seiner Prosa, also viele Leute schwärmen von seiner Prosa. Nicht von seinen Dialogen, Stephen King lässt es ein bisschen über seine Dialoge. Aber über seine Prosa, also angeblich schreibt er ja wunderschön. Der schreibt so Horrorsachen. Aber er hat die berühmteste Cthulhu oder die beste Adaption davon geschrieben. Ja, ich glaube, daher ist er ein bisschen bekannt. Naja, und Schatten über Innsmouth hatten sie jetzt in meiner Stadtbücherei. Deswegen habe ich mir das vorgeknöpft und das dachte ich wäre ein Hörbuch, aber es ist jetzt ein Hörspiel, deswegen höre ich gerade ein Hörspiel. Ja, und bisher hat es mich noch nicht so geplättet. Also ich bin erst am Anfang und die Hauptperson hat gerade auf sehr praktische Weise sehr viele Informationen erhalten von einem Menschen, den die Person zufällig getroffen hat. Und ja, ich erkläre sie über alles, was hier in der Gegend passiert ist, auf. Aber Spannung wurde tatsächlich aufgebaut. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mich jetzt gruseln werde, wenn es weitergeht. Ich war gestern lang im Zug und habe richtig viel fertig gemacht. Also ich habe das Hörspiel fertig gehört von Lovecraft, Schatten über Innsmouth. Das hat mich total enttäuscht, leider. Also ich dachte dann, der Aufbau war ganz gut, also es war dann ziemlich creepy eigentlich. Aber dann, hat sich jetzt Spannung nur so kurz aufgebaut und dann ist sie direkt verpufft und es ist nicht so richtig was passiert. Und dann ist es eher noch beklemmend geworden und nicht gruselig. Und auch nicht so richtig beklemmend. Also war, ich glaube, dadurch, dass die Hauptperson für mich so mega unsympathisch war, war es mir dann auch ein bisschen egal. Und ich habe mir auch ein bisschen gedacht, dass sie sich ganz schön anstellt, dass es nicht so schlimm ist. Und ja, genau. Also war der auch nicht, ja. Also das war jetzt nicht so gut, finde ich. Also ich habe
Ich hatte irgendwie andere Erwartungen. Ich dachte auch, dass es wirklich ganz anders ist. Genau, also das hat mich ganz schön enttäuscht, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass es auch ein Fehler war, Lovecraft anzuhören. Und ich werde das nächste Mal was lesen. Ja. Aber da waren schon gute Ansätze und deswegen kann ich mir vorstellen, dass mir auf jeden Fall andere Geschichten von ihm besser gefallen. Dann habe ich Happy Feet fertig gelesen. Und das hat mir wirklich von vorne bis hinten richtig gut gefallen. Ich hatte richtig viel Spaß damit. Das war richtig lustig gelesen, es war sehr lehrreich, es war richtig interessant, es hat viele Denkprozesse losgelöst und habe auch direkt, also das ist mir dann beim Lesen, ich habe davor Der Hobbit ja gelesen und da habe ich mir nämlich eigentlich noch gedacht, krass, dafür, dass das so ein Kinder-Jugendbuch ist, das so alt ist, ist gar nicht schön unproblematisch. Bis auf diese eine Figur, die halt die ganze Zeit, also da gibt es halt einen dicken Zwerg und der wird die ganze Zeit, ist der Comic Relief Faktor, also die ganze Zeit machen sich Leute nur über den lustig, weil der dick ist, er wird zurückgelassen, weil er dick ist, er darf nicht mitkommen, weil er dick ist, keine Ahnung, immer wieder solche Witze und das habe ich mir schon gedacht, das ist irgendwie das Einzige und ich dachte noch so, ich habe es noch so verglichen, aber besser als Rassismus und das mag sein, aber trotzdem. Ist es mit, als ich das Buch gelesen habe, hat sich das noch mehr in Kontext gesetzt. Genau. Ja, also Happy Feet ist eine große Empfehlung. Sehr gut. Dann, wo ich diese zwei Sachen fertig gelesen habe, habe ich angefangen mit Balkan Blues. Das habe ich irgendwann mal auf Instagram gefunden und dann habe ich nicht mehr so viel in Erinnerung gehabt, worum es geht, nur so Roadtrip. Es ist auch ein bisschen im Cover inkludiert. Und habe jetzt auch nicht nochmal gelesen, was da drauf steht. Und bin jetzt erst auf Seite 39, also noch ganz am Anfang. Und es war dann plötzlich so ein richtiger Umschlag. Also, weil Happy Feet einen ja so, also man wird ja direkt angesprochen. Es ist halt ein bisschen, als würde man sich ein Stand-up anschauen. Da geben sich die Leute ja immer richtig Mühe, einen reinzuziehen, einen mitzunehmen, einem zu erklären, wo man ist und wie es weitergeht. Also, das ist ja diesen Pop-Sachbüchern immer so. Ist ja immer mega angenehm zu lesen. Und dann war dieses Buch, das sich plötzlich gar keine Mühe gegeben hat. Und die Sätze waren hier ziemlich unzusammenhängend und relativ abgehakt, haben so ein bisschen die Atmosphäre beschrieben. Ich war so, okay. Und dann musste ich mich erstmal rekalibrieren, dass ich jetzt wieder ein, Gegenwartsliteratur lese. Dass ich jetzt wieder Belletristik lese. Und das war ein kurzer Schock und dann war ich jetzt total aufgeschmissen, die ersten zwei Seiten, weil ich so, boah, was geht ab? Keine Ahnung, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen geplant, dass man erstmal keinen Plan hat. Hat es mir aber ziemlich gut gefallen, dass ich wieder ein bisschen abgeregt habe. Mag ich den Schreibstil gerade ziemlich gerne, der ist so ein bisschen edgy, aber auch poetisch. Aber nicht so, dass er einem den Arsch hinterher trägt. Ja, und immer mal wieder so Dialoge, bei denen ich dann ein bisschen rauskomme, wer überhaupt redet, weil nur die Dialoge da sind, gar keine Tags. Ja, aber die Handlung verspricht sehr interessant zu werden und ich habe großen Bock. Ich habe in den letzten zwei Tagen jetzt nicht, beziehungsweise gestern jetzt fast gar nichts gelesen, weil eine Freundin von mir umgezogen ist und ich den ganzen Tag nur Möbel geschleppt habe. Genau, also ich habe in Balkan Blues ein bisschen weiter gelesen und die Geschichte interessiert mich total. Also ich bin sehr gespannt, ich bin noch nicht bei der Hälfte, also ich kann noch nicht so viel sagen. Es hat noch nicht richtig an Fahrt aufgenommen, aber es schürt auf jeden Fall sehr mein persönliches Interesse. Dann habe ich in Maschinen wie ich oder Maschinen wie wir, habe ich vergessen, weitergelesen. Und zu meiner Überraschung fängt es jetzt wirklich an, wilder zu werden. Also nachdem ich das letzte Mal gesagt habe, dass es gerade besser wird, ist es dann wieder ein bisschen langweiliger geworden. Und jetzt wird es aber wieder besser und jetzt ist es eine ganze Weile schon ganz gut geworden. Also ich lese immer nicht so viel am Stück, deswegen bin ich immer noch nicht viel weiter. Aber das hat mich jetzt eine ganze Weile interessiert und ich glaube, vielleicht war einfach der Anfang sehr langsam, also dass der Aufbau sehr langsam einfach, um vielleicht uns mehr Zeit zu geben, die Figuren kennenzulernen. Die Hauptperson finde ich aber immer noch relativ unsympathisch. Ich finde es auch ein bisschen, also es spricht mich nicht so an, wie überfordert die Figur von Frauen prinzipiell ist. Es wurden einige sehr interessante Fragen aufgeworfen, die bei denen ich gespannt bin, wie es weitergeht und wie die weiter verfolgt werden und da beantwortet werden vielleicht im Buch. Ich bin jetzt fast bei der Hälfte und habe jetzt Lust drauf, habe jetzt Lust auf die Geschichte und auf diese Fragen. Dann habe ich angefangen mit Ensel und Grete.
Das habe ich gerade da nicht da, habe ich am Handy gelesen. Das LED kann ich also nicht holen, unmöglich. Aber man sieht sowieso nichts, wenn ich es aufs Display, ans Display halte, deswegen bringt es auch nichts. Das ist der zweite Teil von der Zermonien-Reihe von Walter Mors. Den ersten Teil, die 13 Leben des Captain Blaubeier, habe ich irgendwie vor 5 Jahren oder so gelesen und habe dann immer nicht weitergelesen. Also es ist ja an sich eine Daumenregel beim Schreiben von Fantasy, dass man sich Mühe gibt mit dem Worldbuilding und das versucht ein bisschen natürlich in die Geschichte einzuflechten. Und das macht Walter Mors gar nicht. Und es ist auch nicht, denke ich, dass er das aus Versehen macht, sondern das ist einfach, ein Stilmittel bei ihm. Er möchte das einfach so gerne schreiben und das weiß ich auch, dass das viele gerne mögen an seinen Büchern. Also das ist genau was viele, der Grund ist, dem viele Leute seine Bücher lesen. Aber mich persönlich holt das einfach gar nicht ab. Ich finde das immer ganz süß und witzig, haha, und dann geht es noch 2 Seiten weiter und dann bin ich ein bisschen raus. Und möchte jetzt nicht, dass noch weiter aufgezählt wird, was hier für Tiere wohnen oder so. Und so hat das eben angefangen, deswegen habe ich das schon häufiger abgebrochen in den ersten Seiten und gedacht, lese ich wann anders. Und jetzt bin ich mal ein bisschen weitergekommen und finde es sehr cool. Also da kam dann ein kleiner Bruch, den ich cool fand. So ging es mir beim ersten Mal auch, dass ich es eben eigentlich total schön und charmant finde, aber dann ist immer noch ein bisschen zu viel Beschreibung. Ich bin einfach kein Typ für Beschreibungen, das ist nicht mein Ding. Aber alles in allem habe ich viel Lust jetzt drauf, das weiterzulesen und finde es gut, dass ich mich jetzt dafür entschieden habe. Genau, bin ich aber auch am Anfang. Das war meine Lesewoche. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen und hier oder irgendwo meinen Kanal abonnieren oder ein anderes Video anschauen, das euch jetzt empfohlen wird. Welches wird es sein? Spannend. Okay, lasst mich raten. Euch wird vorgeschlagen, ein anderer Leserblog von mir. Ich tippe auf, das hat, was uns verbindet, mit mir gemacht. Ist es das Video?